In wenigen Tagen, am 24. März, jährt sich der völkerrechtswidrige Angriff der NATO auf die Bundesrepublik Jugoslawien. Da würde mich interessieren, was unternimmt denn die aktuelle Bundesregierung auch eingedenk des Leitsatzes der wertegeleiteten Außenpolitik, dass Deutschland nicht nochmal in die Situation kommt, dass es völkerrechtswidrig einen souveränen Staat angreift ohne UN-Mandat. Was sind da sozusagen für Mechanismen entwickelt worden, um sowas zu verhindern? Naja, wenn wir zurückschauen, war das ja ein Einsatz, den niemand wollte. Aber es war der letzte Ausweg, um die Menschen in Kosovo zu schützen vor der Armee des damaligen jugoslawischen Staates. Und Sie wissen, dass die internationale Gemeinschaft damals intensivst versucht hat, eine friedliche Lösung für diesen humanitären Konflikt in Kosovo zu finden. Und erst als das nicht erreicht werden konnte, auch weil letztlich diplomatische Versuche in Belgrad gescheitert sind, hat die NATO Schritte ergriffen, die so begrenzt waren wie möglich. Und das war notwendig, um die Menschen und die Zivilistinnen und Zivilisten in Kosovo zu schützen. Gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich um jedes zivile Opfer trauern, das in diesem Konflikt getötet wurde. Und wir sagen auch ganz klar heute, wir sind Partner, wir gestalten gemeinsam die Zukunft Europas. Serbien ist EU-Beitrittskandidat und wir unterstützen Serbien auf diesem Weg in die Europäische Union. Und dasselbe gilt zumindest aus Sicht der Bundesregierung, auch für den Kosovo, der aus unserer Sicht auch eine Perspektive für den Beitritt in der Europäischen Union hat. Mich erstaunt ein bisschen, mit welcher Leichtigkeit Sie gerade Artikel 2, Ziffer 4 der UN-Charta zur Seite gewischt haben. Bei dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der NATO gegen die Bundesrepublik Jugoslawien starben zahlreiche Zivilisten, hunderte Schulen wurden platt gemacht, ebenso petrochemische Werke, Kraftwerke, Krankenhäuser und auch das Hauptgebäude des öffentlich-rechtlichen Rundfunks RTS. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, plant denn die Bundesregierung angesichts dieses Jahrestages und auch eingedenk einer gewissen Fahrtabhängigkeit deutscher Kriegsverbrechen auf dem Balkan, sich zumindest bei der serbischen Zivilbevölkerung für diese damalige Mittäterschaft zu entschuldigen? Erstmal weise ich Ihre Unterstellung zurück, dass das völkerrechtswidrig war. Es gab die Resolution 1199 sowie die ebenfalls gemäß Kapitel 7 der UN-Charta beschlossene Resolution 1203 vom 24. Oktober 1998, die unmissverständlich klargestellt hat, dass die Lage in Kosovo eine ernsthafte Bedrohung für Frieden und Sicherheit in der Region bildet. Und die NATO-Mission hat geholfen, schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen inklusive Tötung von Unschuldigen zu beenden. Und die Bundesrepublik Jugoslawien hat die dringlichen Forderungen der internationalen Gemeinschaft trotz der auf Kapitel 7 der UN-Charta gestützten Resolution des UN-Sicherheitsrats nicht erfüllt. Und der äußerst eindeutige Bericht des UN-Generalsekretärs zu den beiden Resolutionen hat unter anderem vor der Gefahr einer humanitären Katastrophe im Kosovo gewarnt. Die humanitäre Notlage hielt wegen der Weigerung der Bundesrepublik Jugoslawien, Maßnahmen zu einer friedlichen Lösung zu ergreifen, unvermindert an. Und das war der Hintergrund, vor dem die NATO eingegriffen hat, um die Menschen dort zu schützen. Und wie gesagt, es war ein Einsatz, den niemand wollte und den die Bundesrepublik Jugoslawien durch das Befolgen der UN-Resolution hätte abwenden können. Und noch einmal, wir trauern um jedes zivile Opfer, das in diesem Konflikt getötet wurde. Dann machen wir thematisch weiter. Ich bin bei Herrn Delves nochmal.